Ja, Teil 3 mit Herrn Dr. Probst. Und zwar haben wir jetzt die Thematik auch besprochen, wie wichtig Sauerstoff ist, Bewegung, Rohkost, Darmsanierung. Aber Menschen machen genau alles das und scheitern trotzdem. Da gibt es einen bestimmten Prozentsatz, die trotzdem scheitern, obwohl sie das alles machen. Anscheinend gibt es noch etwas an einer Schraube, wo man noch ein bisschen drehen kann, noch ein bisschen optimieren kann an seinem Selbst. Und welche ist das? Ja, das ist wirklich eine fantastische Sache. Eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und zwar auch aus erkenntnistheoretischer Sicht, dass man erkennt, vielleicht 10%, 20%, vielleicht 15% der Menschen, die es kommen, also die machen die Rohkost, natürlich, Halleluja, ganz wichtig, roh macht froh. Die machen die Entgiftung über Algen zum Beispiel, dass sie dann genügend von diesen Braunalgen nehmen. Die machen die dritte Komponente, die Darmsanierung, auch ganz fantastisch. Und dennoch geht es nicht vorwärts. Und das hat eben, wie ich in den ganzen Jahrzehnten, es sind ja bald 4 Jahrzehnte, dass ich sowas mache, feststellen musste, das hat psychische Ursachen. Und zwar frage ich dann diese Menschen ganz einfach, wie sieht es denn mit ihren Kindern aus, also wenn sie ältere sind, wie sieht es mit den Kindern aus? Nicht? Dann kommt so eine abwertende Handbewegung, dann wissen sie, aha, da gibt es Schwierigkeiten. Oder umgekehrt, nicht gerade die Kinder. Wie sieht es mit den Eltern aus? Alle blöd. Das ist ja überhaupt komisch. Nicht alle sind ja blöd, wenn ich da so hinzeige. Aber dummerweise, 3 Finger zeigen ja zurück. Darüber sollte man sich klar werden. Und da gibt es eine, ich habe es eben schon auch ganz kurz erwähnt, es gibt eine fantastische Firma aus Amerika, die haben inzwischen auch in Deutschland eine Niederlassung in der Nähe von München gemacht. Für 15.000 Euro pro Woche machen die dann solche speziellen EEG-Biofeedback-Seminare. Und die haben festgestellt, das funktioniert, auch die Genesung auf psychischer Ebene funktioniert nur, wenn wir in die Vergebung kommen. Können wir vergeben? Können wir in Frieden leben? Eine ganz schöne Übung würde ich wirklich auch dann empfehlen. Erstens mal die Atemübung, beobachten Sie einfach nur den Atem. Auf 4 einatmen, dann auf 4 den Atem anhalten, 4 ausatmen, 4 wieder Atem anhalten und wieder von vorne. Also einfach so ein, es müsste jetzt 4-4 oder 3-3, egal, aber in etwa gleich lang Einatemphase, Pause, Ausatemphase, Pause und dann geht es wieder von vorne los. Das wäre die eine Sache. Eine zweite ganz wichtige Übung, die ich den Patienten immer weitergebe, morgens als erstes, wenn sie aufstehen, bevor sie aufstehen, noch im Bett, gleich nach dem Aufwachen, suchen sie 5 Punkte, für die sie dankbar sein können. Das Leben zum Beispiel, ja, das ist ja das Idiotische. Wir sind alle so trainiert, gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft, das ist alles selbstverständlich, alles gehört mir. Ich habe gesehen, vor ein paar Tagen, da ist so ein Nafri, so ein Nordafrikaner, der ist da in die Audi-Niederlassung in Ingolstadt gegangen, hat sich reingesetzt, was mir gehört. Dann haben die gesagt, ja, sie müssen zahlen. Nee, Angela Merkel zahlen. Aber das sind wir, der ist nur Spiegel für uns, verstehen Sie? Ja, das gehört mir. Ja, wir sagen, dass ihnen alles gehört. Muss ich gesund sein? Ja, das wäre ein Gefühl, das ist ein Lebensgefühl, eine Grundeinstellung der Dankbarkeit entwickeln. Dass wir nichts als selbstverständlich annehmen. Und vielleicht gibt es deswegen sogar diese Konflikte, wenn wir mal diesen Gedanken weiterdenken, ja, mit dieser ganzen komischen Migrationswelle und so weiter. Dankbarkeit, einfach Dankbarkeit für das, was ist. Ja, ich hatte zum Beispiel persönlich schweren Verkehrsunfall vor vielen Jahren gehabt. Die Beine waren total zermanscht, über 50 Knochenfragmente, 2,5 Jahre im Krankenhaus, 28 Operationen. Ich war ein richtiger Bewegungstyp, richtiger Sportskanone. Und seitdem ist meine Gesundheit halt zerstört. Ich kann hier ohne Krücken laufen. Aber ansonsten da irgendwie Sport oder hier wie jeder Meister, so richtig, das geht natürlich leider nicht mehr. Aber ich bin dankbar, dass ich zumindest ohne Krücken laufen kann. Halleluja. Ja? Also Dankbarkeit für das, was ist. Und aufhören mit der Unzufriedenheit mit dem, was nicht ist. Und auch mit den Mitmenschen. Das ist ja auch der Sinn von Partnerschaft. Ja? Und da jeden Tag gibt es ein Ach. Und gerade in der Partnerschaft, das ist wie so ein Schleifstein, der uns unser ungestümes Gemüt am schönsten und harmonischsten und effizientesten eben sänftet. Also das wären so ein paar Hinweise. Gerade wenn Sie zu den wenigen gehören, ja, ich bin halt dauernd müde. Ja? Und dann natürlich auch eine Vision für Ihr Leben entwickeln. Das, was wir jetzt hier besprechen, Gesundheit, ist kein Selbstzweck, sondern die Frage, wofür? Es gibt diese wunderschöne Geschichte von dem, da kam einer, schreit da rum und da kommen die Nachbarn, was ist denn passiert? Ja, der hat einen Goldschatz gehabt, den hat er da im Garten unter einem Baum vergraben und jeden Samstag von 3 bis 4 gräbt er den aus und guckt den an, da die Goldmünzen. Und dann kam er eines Tages, war der halt weg und alle schreien und nur der eine Nachbar, der fragt ihn dann, ja, wozu hast du denn den Goldschatz gehabt? Ja, eigentlich zu gar nichts. Und sagt dann, da kannst du ja auch vor der leeren
Grube da einfach sitzen. Also wir müssen irgendeine Vision, ein Lebensprogramm haben, dass wir wirklich sagen, ich will jetzt für die anderen da sein. Zum Beispiel, ich sage mir auch, ich bin Pensionist, ihr könnt ja den Buckel runterrutschen. Nein, das soll weitergehen. Es muss weitergegeben werden, unseren Kindern, den Kindeskindern, dass wir wirklich das Primat, diese Verführung brechen, dass wir nicht länger angstgesteuert sind, sondern in die Freiheit finden. Genau. Zur Freiheit sind wir berufen. Ja. Also es ist auch immer so, dass man kann ja auch die Brücke schaffen von psychosomatisch sozusagen, dass wenn man sich diesen Stress, diese Unruhe, diese innere Mitte findet, dann ist es ja auch ein Problem, weil dann wird ja auch bestimmte Stresshormone vom Körper ausgesendet, er kann nicht in die Heilung gehen, weil Stresshormone verhindern die Heilung, weil die dazu Absolut. Da sind, in dem Moment zu funktionieren und nicht weitschauend zu agieren letztendlich, sondern nur für diesen Moment agieren dann die Stresshormone und so weiter. Und da ist ja auch die Brücke dann letztendlich. Wenn man da diese innere Ruhe nicht findet, dann ist der Hormonspiegel und so weiter ja auch immer außer Kontrolle und dann kann ja auch nie Heilung stattfinden. Ne? Absolut, ja. Und genau, da gibt es also unzählige Studien, das ist alles kein Geschwafel, da gibt es also wissenschaftliche Studien ohne Ende. Wenn sie in den Frieden kommen, auch in die Vergebung kommen, selbst wenn sie noch so sehr gelingt worden sind von irgendjemandem, der Dopaminspiegel geht nach oben, Stress, Cortisol geht nach unten, Blutdruck geht nach unten. Also es ist hochdramatisch. Also da sind Studien mit Hunderttausenden, solche Beobachtungsstudien, also mit Hunderttausenden von Teilnehmern, von Versuchspersonen. Also da kommt keiner mehr vorbei, auch die Schulmedizin, auch die sogenannten Kritiker. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn Sie jetzt das machen, Sie brauchen ja keinen Mediziner mehr. Das ist ja schrecklich. Das ganze System wird ja bedroht. Und deswegen, wir müssen da weiter in diese Kerbe hauen. Und dann wird das Ganze bunt, auch für Sie selber wird das Leben bunt und lebenswert überhaupt. Ja, also es ist ganz wichtig, finde ich, dass wir dann so drei Komponenten sozusagen haben, dass man, also die Ernährung muss stimmen, ne, sauerstoffreich, Bewegung muss dabei sein, ja, Darmsanierung muss dabei sein und halt auch seinen Frieden finden sozusagen, mit allem Frieden finden, mit allem vergeben und so weiter, weil wenn man jemanden nie vergibt oder ständig, dann ist immer irgendein bitterer Nachgeschmack Absolut. Im schönen Dasein. Ne, sozusagen. Man kann nie hundertprozentig sagen. Ne? Ja. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, auch da wieder, wir leben ja in einer Informationsgesellschaft, auch dass wir in die Worte hineinlauschen, zum Beispiel das Wort interessant. Interessant bedeutet lateinisch dazwischen sein. Interesse ist ein lateinisches Wort, dazwischen sein. Und wenn Sie mal gucken, also unser Ego, das sucht ja dauernd interessante Dinge. Ach, das ist aber interessant und da ist ein kleines Filmchen. Also die meisten von uns haben ja keinen Fernseher mehr. So weit sind wir ja schon. Aber wir haben noch diese komische Kiste, die dauernd, da kommen ja immer die Aufforderungen, also dieses Filmchen, das musst du also das ist wirklich ganz interessant. Aber interessant ist genau, da schiebt sich etwas zwischen uns und Gott. Also wir sind hier auf der Erde, da oben diese Gnadensonne, das soll Gott repräsentieren. Und alles, was interessant ist, da wird eine Wolke dazwischen geschoben. Also gerade das, was wir suchen, trennen wir durch unsere Interessen ab. Und das ist die Folge der hypnotischen Wirkung unseres Egos. Das Ego ist immer unvollkommen. Das musst du immer, also das musst du noch wissen, sonst bist du unvollkommen. Und wie gesagt, wir müssen ein Gegengewicht aufbauen, dass wir uns sozusagen künstlich verdummen. Es gibt ja diese schöne Definition, was ist Bildung? Bildung ist, wenn man alles gelernt hat. Und wenn man dann alles vergisst, was dann übrig bleibt, das ist Bildung. Also wir müssen gerade in den umgekehrten Weg gehen, in die Stille, ins Schweigen, ins All-Einssein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, suchen Sie die Einsamkeit. Auch dieses verflixte Dingsbums, was da alle Leute haben. Ich habe ja neulich ein Gespräch in Südamerika noch mit einer, da hatte ich mit mehreren Frauen. Und die Jüngste, die war 30, dauernd hat die geguckt, die habe ich dann rausgeschmissen. Also wer nicht in der Lage ist, in einem Gespräch, in einer wichtigen Besprechung, dieses verdammte Instrument auszulassen. Ja? Handy. Ja, das Handy, ja, genau, das iPhone. Und so. Also der ist halt kein Gesprächspartner. Und wenn Sie selber so ein Süchtling sein sollten, dann würde ich Ihnen dringendst empfehlen, die nächsten 100 Videos, die noch qualifizierter sein werden, von ihm anzugucken. Dankeschön. Ja, da gibt es auch das Thema, zum Beispiel auch Strahlung ist ja dann auch so eine Sache. Ja, natürlich. Ne? Klar. Ja, mit dem Handy, da fängt es ja auch dann auch schon an. Ne? Ja, genau. Absolut. Und es ist auch so ein bisschen, dieses Handy-Sein ist auch so ein bisschen Ablenkung von meinem eigentlichen Leben. Das ist ja. So ein bisschen so eine Scheinwelt, die da passiert. Man versucht davon wegzulaufen, man versucht Dinge aufzuschieben und man versucht sich dann eben nicht mit den Dingen im Hier und Jetzt auseinanderzusetzen. Ja, genau dasselbe. Viele Patienten sagen mir das auch. Die können nicht ohne Musik sein. Dauernd muss irgendeine Geräuschkulisse aufgebaut werden. Passen Sie auf.
Suchen Sie wirklich die Stille. Genau. Und in der Stille plötzlich werden Sie dann auch Ihr Lebensprogramm entdecken. Genau. Warum sind so viele Leute unzufrieden? Ja, die machen irgendeinen Job. Und das ist auch ganz spannend. Ach, da muss ich wieder noch einen kleinen Werbeblock machen. Ja, und zwar, das ist einer der größten Mystiker, Angelus Silesius, vor 300 Jahren, der cherubinische Wandersmann. Es gibt mehrere Ausgaben, das ist hier so eine ganz billige, im Reklamverlag für 2,50 €. Das sind alles solche kleinen Sprüche, zweizeilige Sprüche. Und da sagt er dann solche Dinge wie zum Beispiel, zwei Augen hat die Seele. Das eine schaut hinaus in die Zeit, das andere richtet sich hin in die Ewigkeit. Also wir müssen entschleunigen, nicht beschleunigen, sondern entschleunigen, was wir vorhin schon kurz angedeutet haben, indem wir wirklich in die Stille gehen, indem wir ganz bewusst nicht nur körperlich fasten, sondern auch ein seelisches, geistiges Fasten haben. Dass wir nicht Hans Dampf in allen Gassen sind. Auch den Mut zur Unvollkommenheit haben, auch den Mut zur Uninformiertheit, das weiß ich halt nicht. Wozu? Und jetzt muss ich noch eine Anekdote von meinem Bruder, der war Lehrer, erzählen. Also diese Größe, die, also unglaublich. Der hatte dann einen Schüler gehabt von 15 Jahren. Und dann mein Bruder, der hat dann irgendwas gefragt. Und jetzt passen Sie auf, dann antwortete ihm der Schüler, Herr Probst, also war im Schwabenland, Herr Probst, das weiß ich fei etta, das weiß ich nicht. Aber können Sie mir sagen, wozu ich das wissen muss? Ich muss sagen, ich mit meinem 70 Jahren habe diese Größe, also das ist echte Größe in meinen Augen, habe ich noch nicht erreicht. Also es ist unglaublich. Ja, verstehen Sie, das ist echte Kreativität. Ja. Und also es ist einfach so, ganz praktisch kann man sagen, man geht einfach alleine eine Runde spazieren sozusagen, wo man abgeschottet ist sozusagen im Wald oder was, einfach spazieren mit sich selbst, so keine Geräuschkulisse, dass man seiner Stimme zuhören kann, sich zuhören kann, nichts blockiert wird, nicht abgelenkt wird durchs Handy, nicht abgelenkt wird durch Musik, die Stimme im Kopf blockieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja? Dass, genau. Dass man sich Zeit für sich auch nimmt eben. Genau. Man trifft sich mit, mit Freunden oder Familie oder sonst was, dann nimmt man sich immer Zeit, aber die meisten Leute nehmen sich eben sehr wenig Zeit für sich und entfernen sich dann auch von sich selbst, kennen sich selbst nicht mehr, wissen nicht, was sie brauchen, können die Signale irgendwann nicht mehr deuten, die einen... Und das kennen wir alle nicht, dass die Jogger an einem vorbeigehen, haben dann die Knöpfe da im Ohr und so. Das, sinnlos. Nein, wir machen eine Sache. Jetzt jogge ich. Nachher höre ich mir es an. Nichts gegen die ganzen wunderbaren Motivationskassetten und so weiter. Aber ein Ding, diese Multifunktionalität, dieses Multitasking, was wir alle so selbstverständlich machen, das ist nicht gut. Und wie gesagt, eine Entschleunigung. Nicht Beschleunigung, sondern Entschleunigung. Also die Taktfrequenz nach unten setzen. Und das ist die Losung zur Erlösung. Ja, interessant, da habe ich mir auch noch was gelernt. Also das war mir auch noch nicht gar nicht so bewusst. Ne? Aber wenn man das dann nochmal hört, dann ist das gleich so, wenn man empfänglich dafür ist, wenn man bewusst ist und so weiter, dann nährt das sofort in einem und denkt sich so, ja, das macht der Sinn. Hat ja Sokrates gesagt, ich kann nichts lernen. Ich kann dem anderen nur helfen, sich wieder zu erinnern. Und das ist wirklich das Entscheidende, dass wir in diesem geistigen Fasten, in diesem Vakuum, was wir aufbauen, dann werden sie plötzlich auch gewahr werden, ist auch völlig egal, was sie machen. Sie müssen die Tat veredeln, auch wieder unser lieber Angelus Silesius, ja. Gott schaut nicht, was du gut, nur wie du es getan. Er sieht die Früchte nicht, schaut nur Kern und Wurzel an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich bin ja nur Putzfrau. Nein, nein, machen Sie das bewusst, ganz bewusst. Das gibt ja die wunderschöne Anekdote da von den Bauarbeitern und dann geht der Capo weg und dann legen die erstmal die Kelle beiseite. Nur einer arbeitet weiter. Und dann fragen sie, Mensch, der Capo ist doch... Nee, nee, mein Chef ist nach wie vor da. Ja? Er fühlt sich einem höheren verpflichtet. Also ich habe damals, meine Eltern, mein Vater hat mir mit 12 Jahren ein wunderschönes Buch geschenkt, der Oberstufenaufsatz war. Ein dickes Buch mit vielen Besinnungsaufsätzen. Und der eine, der hat mich damals mit 12 Jahren richtig verwandelt, möchte ich fast sagen. Da war eben beim Ulmer Münster, beim Bau des Ulmer Münsters, da wurden drei Bauarbeiter gefragt, was sie da machen. Ja, die so Steine geschleppt haben. Da sagte der eine, na, ich schleppe hier Steine. Der zweite sagte, ich verdiene hier das Geld zum Unterhalt meiner Familie. Und der dritte, der wurde auch gefragt und hat gesagt, ich darf hier mitwirken an einem Bauwerk zur höheren Ehre Gottes. Mhm. Verstehen Sie? Die waren objektiv gesehen in derselben Realität. Aber nur der Dritte, der hat es geschafft, eine Eigenmotivation zu haben. Natürlich kann man jetzt wieder zynisch werden und sagen, es gibt keinen besseren Sklaven als den Sklaven, der von sich glaubt, er sei frei. Aber
dieser Veredelungsprozess führt zu einer innerlichen Transformation und die streben wir doch an. Deswegen gucken Sie, also können Sie jetzt auch in der Nase bohren oder James Bond oder Dali Dali oder Scheißi Scheißi angucken. Nicht? Ja. Und, also insofern werden Sie konsistent. Mensch werde wesentlich, denn das Wesen, das besteht, der Zufall, der vergeht. Alles so an, wie du es dir siehst. Ja, super. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Input jetzt gewesen und auch nochmal, das muss man erstmal verarbeiten, das muss erstmal wieder sacken, das muss auch wieder nähern können, müssen sich erinnern können, haben Sie ja gerade gesagt. Ne? Man kann nichts lernen, man kann sich nur wieder helfen, das zu erinnern. Ne? Und ich denke, einige werden sich definitiv jetzt erinnern, so wie ich das jetzt auch mache. Ich habe definitiv auch noch sehr viel Input jetzt gerade bekommen, sehr dankbar dafür auf jeden Fall. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Säulen, ne? Die man so zum Vollkommenen irgendwie, ne? zum sich selbst finden, zum gesund sein, so wie man eigentlich sein sollte, verhelfen. Ne? Ich denke, das... Also, ja, genau so ist es. Ja. Ja, bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet auch sehr viel Input und Informationen und vor allen Dingen Anregungen bekommen einfach. Ne? Öffnet euer Bewusstsein für Neues. Ja. Es ist ja auch nicht umsonst, dass ihr das gerade seht. Nichts passiert ja auch umsonst. Ne? Es ist ja auch, vielleicht braucht ihr das ja gerade auch, diesen Input, um vielleicht aufs nächste Level, sag ich mal, zu kommen. Ne? Vielleicht ist das ja auch alles so gewollt. Ja? Alles klar. Bedanken wir uns. Bis dann. Ciao. Ciao.